Der DFB-Präsident und seine Delegation zu Gast bei einer kurdischen Flüchtlingsfamilie nahe Frankfurt. Herzlich empfangen im Wohnzimmer mit Kaffee. Niersbach, Rubesch und Körbel sind willkommen und die Flüchtlinge sind es auch. Der Verband will Flagge zeigen für eine Willkommenskultur. Mit dem Besuch bei der Familie und einem Spiel zwischen einer DFB-Betriebsmannschaft und einem Team aus Flüchtlingen. Ich glaube, ganz einfach, Sport verbindet. Das wissen wir ja auch. Vor allem in der Fußball hat da immer den Vorreiter, glaube ich, gespielt. Und ich denke mal einfach, wenn Menschen in Not sind, und das sind ja Menschen, die eine gewisse Not haben, dass man da einfach Gewehr bei Fuß stehen muss und alles dafür tun muss, diese Leute einzubinden. Das Ergebnis ist ja völlig zweitrangig. Wir wollen die Begegnung haben. Wir werden auch nach dem Spiel mit beiden Mannschaften noch eine Weile zusammen sein. Ganz, wie sich das gehört, bei derartigen Spielen. Uns ist ein schönes Gefühl, dass Herr Präsident, Herr Niersbach natürlich hier bei uns in Egelsbach ist und natürlich unser Projekt unterstützt und das freut uns sehr. Der DFB will helfen und hat dafür zusammen mit Bundesregierung, der Egidius-Braun-Stiftung und der UEFA die Initiative 1:0 für ein Willkommen gestartet. Bisher liegen über 700.000 Euro vor, zur Förderung von Amateurvereinen, die bezuschusst werden, wenn sie Flüchtlingshilfe mit Fußball verbinden. Angesichts von nur 500 Euro pro Club allerdings nicht genug. Also finanziell reicht es natürlich nie, aber wir werden da auch nachbessern, das darf ich ankündigen. Niersbach könnte dabei sicher auch an den einen oder anderen zukünftigen Nationalspieler denken. Die Begeisterung fürs DFB-Team ist bei vielen jedenfalls schon geweckt worden. Der älteste Junge sagte, wir sind Weltmeister geworden im letzten Jahr. Also das ist ein so tolles Beispiel für gelungene Integration in einem höchst schwierigen Feld. Das macht Mut und also das berührt mich sehr.